zwei, ja, ganz kompetente Speaker und Speakerinnen hier gewonnen haben. Bitte, falls Sie Fragen haben, stellen Sie die Fragen einfach parallel in den Chat, damit wir die nachher in der Fragerunde auch nochmal klären können. Und dann darf ich auch schon abgeben an die Kolleginnen oder an den Kollegen. Ja, danke. Ich hoffe, man hört mich. Dann würde ich jetzt beginnen und erstmal versuchen, meinen Screen hier freizugeben, in der Hoffnung, dass das reibungslos funktioniert wie im Test. So, wenn ihr oder sie das nicht seht, dann müsst ihr mich darauf hinweisen. Ja, Mythen und Märchen zu OER, das ist unser Thema heute. Ich mache das gemeinsam mit Celestine Kleinesper, die den zweiten Teil übernehmen wird. Also ich spreche ein bisschen im ersten Teil, vor allem über Mythen und Märchen zur OER. Warum soll uns das eigentlich interessieren oder warum ist das vielleicht wichtig? Dann werde ich ein bisschen was zu den vermeintlichen Vorteilen von OER im Generellen sagen und mich dann kurz meiner ersten These oder dem ersten Mythos so ein bisschen widmen, und zwar das OER zum Lernerfolg beitragen beziehungsweise zu besseren Lernergebnissen führen. Und wir werden versuchen, das Ganze auch ein bisschen schneller zu machen, sodass wir vielleicht bei 15 Minuten ungefähr landen, damit wir dann auch noch Zeit haben für Ihre, für eure Fragen und ein bisschen auch in die Diskussion kommen. Ja, ich würde mal beginnen mit dem Problem der Bildungsmythen. Warum sollte uns das eigentlich interessieren und warum ist es vielleicht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Und ich habe jetzt hier mal überblicksartig drei relativ populäre Bildungsmythen, die die meisten von euch auch hoffentlich als solche identifizieren. Ne? Der Lerntypenmythos, der Digital Native Mythos, das sind so ganz populäre Sachen, und es ist in dem Sinne nicht unproblematisch, weil die sich natürlich halten, weil die sich eben perpetuieren in der Bildungsforschung, vor allem auch in der Bildungspraxis und eben zu vielleicht auch Fehlannahmen, Fehlerwartungen, Fehlplanungen, gerade so in der didaktisch-pädagogischen Ausrichtung eben führen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, sowas vielleicht auch im Kontext OER mal zu diskutieren. Denn wenn wir über Potenziale von OER sprechen, dann sind das ja eine ganze Menge, die da immer mal wieder kolportiert werden, wenn man so in die Literatur guckt. Und ich hatte jetzt so eine jüngste Studie mal gefunden, die euch hoffentlich nicht so extrem verwirrt, aber die mal versucht, unter sechs Oberkategorien insgesamt 40 mögliche Mehrwerte oder Potenziale von OER aufzulisten. Ne? Da sind unter anderem charakterliche Vorteile, finanzielle Vorteile, Designvorteile, Lernendenvorteile, organisationale Vorteile, soziale Vorteile, also eine ganze Menge. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles im Einzelnen durchlesen. Ich habe die Publikation da auch verlinkt, aber das ist eine ganze Menge, was da so behauptet wird. Und meine Kollegin hatte das freundlicherweise auch so ein bisschen zusammengefasst. Also man kann ganz unterschiedliche Aspekte eben unter diesen Terminus OER subsumieren, ne? Auch Anpassbarkeit, Zugänglichkeit und eben die Wirkung auf diverse verschiedene Aspekte wie Schulleitung, Reduzierung von Arbeitszeit und so weiter. Deswegen macht es Sinn, sich das vielleicht einfach mal ein bisschen genauer anzugucken, gerade aus der Perspektive, die ja meine ist, so eine empirische Bildungsforschungsperspektive. Und ich würde deswegen einfach mal beginnen mit dem ersten, ja, Behauptung, vielleicht Mythos, nämlich OER tragen zum Lernerfolg bei oder verbessern die Lernergebnisse. Ja, und wie würde man das wahrscheinlich als empirischer Bildungsforscher, als empirische Bildungsforscherin machen? Man würde sich natürlich erstmal die Wirkung von OER angucken. Also zu schauen, gerade so bei neuen Technologien im Allgemeinen ist das ja immer so, dass man erstmal schaut, okay, bewirken die tatsächlich irgendwas, ne? Bringen die irgendeinen Vorteil? Und in so einer klassischen Wirkungsforschung-Analyse würde man ja so randomisierte Vergleichsstudien machen, und ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Das kommt erst aus dem Naturwissenschaftlichen in die Bildungsforschung, das zu übertragen, aber das könnte dann ungefähr so aussehen: Man hat halt eine Lehrveranstaltung A, man hat eine Lehrveranstaltung B, die sind eigentlich möglichst gleich gehalten, also identischer Ablauf, identische Methode, Thema und so weiter. Und man hat dann eben eine gewisse Intervention oder auch Treatment, was man dann macht. Das wäre eben einmal links das offene Lehrbuch, wo man eben OER-Materialien, offene Materialien verwendet, und dann auf der anderen Seite das geschlossene Lehrbuch. Das wäre dann vielleicht ein Buch aus dem Verlag oder ein konventionelles Lehrbuch, was es gibt.
Man würde eben den Kurs identisch durchführen und man würde nur diese beiden Variablen eben versuchen zu ändern. Und dann würde man am Ende die Prüfungsergebnisse vergleichen und schauen, naja, was ist denn jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Und wenn man jetzt davon ausgeht, naja, OER tragen ja irgendwie zum Lernerfolg und zu besseren Lernergebnissen bei, würde man wahrscheinlich feststellen, ja, okay, es gibt jetzt in der Lehrveranstaltung A viel bessere Lernergebnisse und gleichzeitig, wird meine Kollegin auch dann später nochmal darauf eingehen, kostet das Ganze auch noch weniger, weil es ist ja alles gratis, ist alles offen lizenziert. Das heißt, da ist nochmal ein zusätzlicher Erfolgsfaktor oder ein zusätzlicher Wirkungsfaktor dabei. Dann habe ich mir jetzt eine Studie rausgesucht, die nämlich genau das gemacht hat. Die ist aus dem Jahr 2023, haben sich ein paar hochrangige Forscher, Forscherinnen dran beteiligt. Und die haben eben genau diese Frage untersucht, ist OER oder die haben sogar noch OEP, also Educational Practices mit reingenommen, sind die effektiv, um das Learning Achievement eben zu verbessern? Das Ganze in Form von einer Meta-Analyse, also sie haben genau diese Studien, die ich eben versucht habe, so grob zu charakterisieren, haben sie sich genommen, 25 insgesamt, und haben die eben analysiert und haben versucht, die Effektstärke zu messen. Also haben geguckt, wie gut wirkt denn eigentlich diese Intervention von OER und OEP. Ich kann das jetzt nur ganz kurz schematisch zusammenfassen, indem ich hier diese beiden Zitate aus der Studie mir rausgesucht habe, die eigentlich das Ganze so ganz, ganz gut zusammenfassen. Nämlich einerseits, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen der Intervention, also zwischen der Nutzung von OEP und OER und den ja, konventionellen vielleicht Alternativen. Zweitens halten die Autoren fest, dass diese Meta-Analyse dann möglicherweise auch davon abhalten kann, eben solche Studien halt überhaupt oder viel Zeit und Mühe in solche Studien zu investieren, weil da vermutlich auch in anderen Meta-Analysen, systematischen Studien wenig bei rauskommen wird. Ja, das kann man jetzt erstmal so festhalten. Da kann man überrascht sein oder man kann auch nicht überrascht sein. Kann man sicherlich auch die Studie kritisieren oder nicht kritisieren. Wenn man das aber, weil es wirklich eine methodisch gut durchgeführte Studie ist, als, ja, als Auftakt, als Anlass nimmt, kann man eben sich im nächsten Schritt fragen, na, was beeinflusst denn dann eigentlich den Lernerfolg mit OER oder OEP oder macht es dann eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied? Und das ist vielleicht was, wo man dann eben sagen muss, es ist einerseits Mythos, andererseits auch nicht Mythos, weil das, was letztendlich den Lernerfolg beeinflusst, sind ja nicht die OER oder die OEP, sondern es sind im Grunde genommen die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten, die hinter diesen beiden Konzepten stehen. Und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar einzelne Aspekte aufgelistet, ne? Also die OER-Enabled Pedagogy, die vielleicht relativ oder die hier vielleicht relativ bekannt ist, also dass man sagt, es gibt halt bestimmte pädagogische Praktiken, die kann man eben nur mit OER umsetzen, mit anderen, einer anderen Art von Lehrmaterialien nicht. Natürlich kann man die Rolle der Lernenden überdenken, man kann die Nachhaltigkeit von Prüfungsleistungen vielleicht ermöglichen, offene Prüfungsleistungen, also all das sind Faktoren, die halt mit OER und OEP ermöglicht werden. Es ist aber nicht so, dass der pure Einsatz von OER oder OEP eben zum Lernerfolg beiträgt. Und das ist unser Gefühl, ist manchmal in der Diskussion so ein bisschen unterbelichtet, gerade wenn man dann von so Allgemeinsätzen spricht, ne? Verbessertes Lernen und verbessertes Lehren. Genau, dann wäre ich mit meinem Teil hier schon am Ende und würde wieder übergeben an meine Kollegin. Genau, du hast den Bildschirm, super. Moment, Ton brauchen wir ja erstmal. So. So. Genau, schauen wir uns den zweiten Mythos an, den wir uns rausgepickt haben aus den vielen, vielen Mythen, die es um OER gibt, nämlich OER fördern Bildungsgerechtigkeit. Um diesen Mythos jetzt so ein bisschen auf den Grund zu gehen, würde ich gerne erstmal so ein bisschen genereller diese Konstrukte betrachten, weil gerade OER und Bildungsgerechtigkeit sehr ausufernde Begriffe sind. Bildungsgerechtigkeit ist auch einfach ein viel verwendeter Begriff im Zusammenhang mit Bildungsidealen, viel diskutiert in Bildungsforschung, in Bildungspolitik. Und wenn wir das jetzt erstmal so verstehen, dass Bildungsgerechtigkeit
bedeuten soll, allen Menschen die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen, und zwar unabhängig von Gender, von Herkunft, sozioökonomischem Status etc., dann ist das erstmal so das Ziel, die Vision, da soll es hingehen. Und als Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit werden dann häufig so Schritte und Aspekte genannt wie Inklusion, also der Abbau von Barrieren, die Steigerung von Teilhabe und im Zusammenhang mit digitaler Bildung auch häufig digitale Kluft. Und OER stellen in der Theorie zumindest ein sehr sinnvolles Mittel dar, um auf eben diese Voraussetzungen einzugehen und die eben darauf einzahlen, Bildungsgerechtigkeit näher zu kommen. Da haben wir zum Beispiel den Aspekt von Digitalität. Also vorab sei gesagt, nicht alle OER sind natürlich digital, nicht unbedingt per Definition, auch wenn es natürlich mehrere Definitionen gibt, was auch Teil des Problems ist, wie wir dann am Ende nochmal sehen werden. Aber dass natürlich Bildungsressourcen digital verfügbar sind, da kommt es dann darauf an, welches Dateiformat zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ein Flipchart abfotografiere und das per Mail rumschicke, dann ist es noch nicht unbedingt eine gute, offene Bildungspraxis. Und dadurch wird auch das Argument so ein bisschen entschärft, dass man den Text vielleicht irgendwie für mit einer Durchsuchungsfunktion oder Ausgabe per Screenreader, dass es dadurch Inklusion fördert. Aber bestenfalls ist es natürlich möglich, auf Materialien von verschiedenen Orten heraus zuzugreifen. Ein bisschen spannender wird es, wenn man dann nicht nur das mediale Format hat, sondern eben auch noch die Möglichkeit, Materialien online zu haben, wodurch dann die digitale Kollaboration ermöglicht wird und tatsächlich auch eine Kultur des Teilens stattfinden kann durch diesen zeit- und ortsunabhängigen Zugang und Austausch. Dadurch müssen OER mir aber auch ein Begriff sein und ich muss sie überhaupt erstmal finden. Und wenn ich sie gefunden habe, ist manchmal nicht ganz klar, wie man vielleicht zu dem Endergebnis gekommen ist. Das hängt natürlich stark davon ab, inwiefern die AutorInnen, die UrheberInnen sich im Sinne der guten wissenschaftlichen, aber auch nach dem offenen Goldstandard, sage ich mal, nach OER-Info verhalten haben und wirklich eine Nachvollziehbarkeit garantiert haben. Grundsätzlich kann man aber natürlich, könnte man sagen, dass die Transparenz bei OER darauf einzahlt, dass wir nachvollziehen können, wie Materialien entwickelt wurden, wer daran beteiligt war, vielleicht sogar auf welchen Plattformen, mit welchen Tools gearbeitet wurde, was natürlich grundsätzlich einfach den Aspekt von Mündigkeit unterstreicht. Aber das, was OER so insgesamt ausmacht, sind natürlich irgendwie auch die freien Lizenzen, wodurch wir rechtlich abgesichert sind und es einfach viel mehr Möglichkeiten, gerade im hochschulischen Kontext und im schulischen Kontext auch, einräumend als durch die Schrankenregelung. Wo darf ich nach dem Urheberwissenschaftsgesetz zum Beispiel nur 15% eines Werkes nutzen darf. Durch diese freie Lizenzierung könnte man sagen, es wird alles viel schneller anpassbar und kann man besser aktualisieren und differenzieren. Das hängt dann aber auch wieder sehr stark davon ab, welche Lizenz denn genutzt wurde. Also für eine private Hochschule können dann Lizenzen, die unter Non-Commercial stehen, natürlich zum Verhängnis werden. Für andere Hochschulen kann es einfach schwieriger sein, wenn die Materialien zum Beispiel nicht bearbeitet werden dürfen und unter Non-Derivative Lizenzen stehen. Insofern zahlt es dann auch nicht so sehr auf individuelle Förderung ein, was wir ja auch gerade bei den Lernerfolgen als Punkt hatten, was auch ein häufiges Argument im Diskurs um Bildungsgerechtigkeit ist, weil man natürlich für individuelle Förderung Dinge anpassen und irgendwie flexibel steuern können muss. Das heißt, je enger die Lizenz ist, desto schwieriger ist dieses Argument auch irgendwie tragfähig zu untermauern. Insofern kann man nicht sagen, dass es so schwarz und weiß ist. Aber mein persönlicher Favorit im Diskurs ist das Argument der Kostenfreiheit. Das haben wir eben ja auch schon kurz gehört beim ersten Mythos. Und vielleicht fällt euch auf, so gerade beim Diskurs um Kostenfreiheit, da geht es natürlich viel um Chancen. Das heißt, je weniger Bildung und Bildungsmaterialien kosten, desto mehr Menschen können natürlich freien Zugang zu Wissen erhalten. Insofern ganz klassisches, eins der ersten Argumente, die im Diskurs um Bildungsgerechtigkeit und OER auftauchen.
Und gerade diese beiden letzten Teilaspekte wollte ich mir jetzt mal genauer mit euch angucken. Und spannenderweise steckt in beiden ja der Begriff frei drin. Und das ist tatsächlich nicht nur im Kontext von OER so, sondern auch im Kontext Bildungsgerechtigkeit gibt es oft so diese Freiheitsdebatte, weil wir uns immer in diesem Spannungsverhältnis von Freiheit und Gleichheit bewegen. Also einerseits haben wir Freiheit, die auf Selbstbestimmung abzielt, auf freie Entscheidungs- und Handlungsräume, auf individuelle Entfaltung und auf der anderen Seite Gleichheit, die natürlich eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, an Inklusion darauf abzielt. Und das so als demokratische Grundwerte und Säulen von Bildungsidealen ist schon mal ganz spannend, weil alleine ohne OER sich diese Freiheitsfrage ergibt. Aber wer sich schon eine Weile im OER-Kontext bewegt, und ich glaube, da haben wir heute bestimmt einige, die hier zuhören, hat ganz sicherlich schon mal diesen Spruch gehört, frei wie in freie Rede und nicht wie in frei Bier. Weil die freie Rede und auch die freie Nutzung von OER beziehungsweise freie Bildung generell als Phänomen sich natürlich eher an diesem Freiheitsideal orientiert. Also wir haben hier die 5V-Freiheiten beziehungsweise aus dem Englischen 5R von Wiley. Und frei Bier würde halt bedeuten, es ist einfach nur kostenfrei. Und besonders spannend finde ich jetzt, dass gerade im Kontext von Bildungsgerechtigkeit oft das Argument genannt wird, dass OER ja so sehr zur Bildungsgerechtigkeit beitragen würden, weil sie ja kostenfrei sind. Was ja aber eigentlich gar nicht so die Grundidee davon ist. Und wenn wir jetzt mal einen genaueren Blick auf diese Kostenfrage werfen, ich muss dazu sagen, ich wollte mir auch tolle Paper raussuchen und die ein bisschen vorstellen, vielleicht so eine kleine Aufstellung machen, welche Kosten man jetzt irgendwie wie miteinander vergleichen könnte, ganz komplizierte Sachen. Und am Ende bin ich auf viele Aspekte gekommen, habe das versucht so ein bisschen zu abstrahieren, auf so einer Metaebene zu betrachten, denn was mir aufgefallen ist, es gibt zwar diverse Machbarkeitsstudien, es gibt Finanzmodelle und es gibt Studien, in denen Kosten auch so von klassischen Lehrbüchern und von OER gegenübergestellt wurden. Das hatten wir ja auch eben schon beim Mythos OER steigern den Lernerfolg. Aber in diesen Studien ist immer ein ganz, ganz starker regionaler Fokus. Und für Deutschland wurde das jetzt im Hochschulkontext noch nicht so wahnsinnig dezidiert vorgenommen. Das heißt, man unterliegt natürlich so einem gewissen Rahmen. Und der größte Punkt, den ich aber so beim Lesen rausgefunden habe, war die investierte Arbeits- und Freizeit. Das ist ein Riesenfaktor, wer da alles dran beteiligt ist und auch unter welchen Rahmenbedingungen. Denn gerade im hochschulischen Bereich erstellen Lehrende hoffentlich im Rahmen ihrer Arbeitszeit OER. Aber gerade im Hochschulbereich und auch im Hochschulbereich in Deutschland ist nicht immer ganz klar, wo die Arbeitszeit aufhört und wo zum Beispiel Qualifizierungszeit, die nicht bezahlt ist, anfängt. Manchmal überschneidet sich das sehr gut, dass man Lehrmaterialien erstellt, manchmal aber auch überhaupt nicht. Und insofern ist es dann schwierig abzuschätzen, wie viel Arbeitszeit da tatsächlich für verwendet wird. Dazu kommt, dass man natürlich irgendwie auf die technische Infrastruktur angewiesen ist, die an der Hochschule zur Verfügung gestellt wird. Man arbeitet mit den Systemen, wird vielleicht OpenOLAT genutzt oder wird H5P verwendet, weil das hat eine tolle Schnittstelle für unser Content-Management-System. Da muss man sich natürlich erstmal einarbeiten. Die Leute, die diese Systeme betreuen, haben natürlich auch indirekten Einfluss auf diesen OER-Workflow. Also auch deren investierte Arbeitszeit ist natürlich da irgendwie mit reinzurechnen in diese große, große Gleichung. Insofern braucht es dann direkt Kompetenzen und die Lizenzen müssen beachtet werden. Das unterscheidet sich total innerhalb der Fachbereiche, also auch nicht nur regional, sondern auch hochschulintern gibt es ganz viele Unterschiede. Und direkt wird dieser Punkt mit Kollaboration aufgemacht. Weil natürlich, also es wurde viel erwiesen in qualitativen, in quantitativen und auch in Mixed-Method-Ansätzen, dass Kollaboration, also so der Austausch und die Zusammenarbeit sowie mit den Einstellungen von Lehrenden ganz eng zusammenhängt, dass alles OER-förderliche Aspekte sind. Es kann aber auch mal zu einer Stolperfalle werden, wenn Materialien so verschlimmbessert werden.
weil zum Beispiel alle KollegInnen vom Fachbereich so ein paar Präsentationsfolien beisteuern, die jetzt für eine Lehrveranstaltung gebraucht wird. Ich habe letztens den wunderschönen Begriff Frankensteins Monster-Stack dazu gehört, wenn man halt so Copy und Paste aus alten Präsentationen macht und das so Frankenstein-mäßig zusammensetzt. Also ganz schwierig, da dann noch mal mehr diese Arbeitszeit auseinander zu klabüstern. Und dann kommen vielleicht noch weitere Variablen dazu, die sich je so nach Hochschule unterscheiden und wo man einfach keinen Überblick mehr hat. Und wer sich jetzt denkt, das ist aber eine wahnsinnig komplizierte, unübersichtliche Folie und man blickt nicht wirklich durch, dann freut es mich auf der einen Seite, weil dann ist mein Gefühl dazu auf jeden Fall rübergekommen. Und diese, sage ich mal, Rechnung ist einfach gefühlt nur pro Organisation, Hochschule wirklich umsetzbar. Also es gibt viele, viele unbekannte Variablen, die pro Organisation einfach gelöst werden müssen. Und da kann man dann nicht pauschal sagen, OER sind ja so super kosteneffizient. Das heißt, OER für mehr Bildungsgerechtigkeit, also Tale of Tomorrow im Sinne des Festival-Mottos, dazu können wir vor allem sagen, dass, wie wir eingangs gehört haben, Mythen sich natürlich irgendwie so ganz gut für so Meinungsbildung instrumentalisieren lassen. Also wer hört, Arbeitszeit wird reduziert und Kosteneffizienz, das sind natürlich total tolle Anreize und sehr erstrebenswerte Aspekte. Aber gerade solche Mythen, auch in Bezug auf OER und auch wenn ich persönlich eine große, also sehr überzeugt von OER bin, dann brauchen wir natürlich trotzdem eher Studien und auch Belege und mehr Forschung dazu, was tatsächlich tragfähig ist. Das heißt, mehr Logos und ein bisschen weniger Mythos. Denn gerade auch was das Sprachliche betrifft, fehlt es oft an wirklich präzisen und differenzierten Formulierungen, was das Thema angeht. Und ich habe hier bewusst mal Bildungsdiskurs geschrieben, weil natürlich wird in wissenschaftlichen Papern natürlich sehr differenziert betrachtet. Das verschiebt sich aber teilweise nicht in den öffentlichen Bildungsdiskurs oder in die Bildungspolitik, wo es natürlich für Mythen noch viel einfacher ist, je einfacher etwas greifbar ist und je mehr sich etwas vielleicht auch mit den eigenen Überzeugungen deckt, man hat dann so einen Confirmation Bias drin, desto gefährlicher kann das werden, dass solche Mythen übernommen werden. Und damit tun wir uns als OER-Überzeugte auch nicht unbedingt einen Gefallen, weil Mythen natürlich, die können negativ, die können positiv sein. Auch positive Mythen wie OER fördern die Bildungsgerechtigkeit, tut sich, glaube ich, niemandem mit einem Gefallen, weil das natürlich dann gar nicht an diese Erwartungshaltung rankommt. Und wer jetzt bei diesem Talk auf eine Antwort gehofft hat, tut mir sehr leid. Ich kann nur apropos differenziert und präzise Formulierung sagen, OER haben theoretisch das Potenzial, Lernerfolge zu steigern und Bildungsgerechtigkeit zu fördern. Eine Garantie ist es aber nicht. Und gerade dieser Aspekt von Kosteneffizienz ist viel zu komplex und individuell, als dass man das pauschalisiert sagen könnte. Aber dadurch, dass wir dieses theoretische Konstrukt haben, ist jetzt die Frage, wie bringen wir das mehr in die Praxis? Das heißt, wenn wir diese Angebote machen und mehr Bildungschancen ermöglichen und OER produzieren, was aber nicht gefunden wird, wie können wir das dann in der Theorie von diesem sehr schönen Ideal, von diesen positiven Wirkungszuschreibungen übertragen, könnte man sagen, wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme, welche Workflows überhaupt da sind, was vielleicht auch ein Mythos ist, entlarven das überhaupt erstmal als Mythos. Und was ich sehr empfehlen kann, hier unter howtoopen.education kann man eine kleine Selbsteinschätzung der eigenen hochschulischen Lehre vornehmen mit einem besonderen Fokus auf Partizipation. Und die OER World Map ist wieder online. Big News. Insofern kann man sich da ein bisschen vernetzen und Beratung holen, gerade wie man zum Beispiel dafür sorgen könnte, wie man die eigene offene Bildungspraxis so fördern könnte, dass man eben diese Workflows so optimiert, dass es tatsächlich kosteneffizienter, besser für die Lernerfolge und für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt. Und zu guter Letzt natürlich irgendwie einfach informiert bleiben und Wissenschaftskommunikation mit Wirkungsforschung auch so zusammendenken, dass diese Mythen nicht nur Mythen sind, sondern eben auch Logos und Belege dieser tatsächlichen Wahrheiten um OER. Das UF ist immer ein super Ort dafür, also sind wir schon mal auf einem guten Weg und damit sage ich ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören.